Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und damit zu einem neuen Marktupdate. Jede Woche schauen wir uns ja gemeinsam die Märkte an und wir schauen uns heute mal an, was aktuell denn überhaupt so abgeht und vor allem, was wir vom nächsten Bitcoin-Halving, welches ja kurz bevorsteht, erwarten können. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Ja, Leute, wir machen ja jede Woche Montag immer wieder ein Marktupdate und ehrlich gesagt ist der Markt aktuell doch recht unspektakulär. Allerdings findet jetzt dieses Jahr ein sehr, sehr entscheidendes Event für den gesamten Markt statt, und zwar das Bitcoin-Halving. Und das schauen wir uns heute in diesem Video mal ganz genau an. Plus reden wir über einen Altcoin, der jetzt am Wochenende massiv performt hat. Wir gehen aber erstmal rein, was geht aktuell überhaupt am Markt ab? Wie gerade eben schon gesagt, ist das Ganze sehr unspektakulär. Wenn wir uns mal hier auf CoinMarketCap die letzten 90 Tage anschauen, sind wir auf 60 und 90 Tage bei sehr, sehr vielen Projekten nach wie vor im Profit, wie beispielsweise auch beim Bitcoin selbst. Bei einigen Projekten hier ganz vorne an, auch Ripple, sind wir mittlerweile sehr stark im Minus. Ich war ja selbst sowieso nie ein großer Fan von Ripple, aber da ist jetzt scheinbar etwas passiert, habe mich da aber mit der Thematik gar nicht genauer befasst, weil, wie gesagt, es ist kein Projekt, welches so mein Interesse sehr, sehr stark bekommt. Ansonsten sieht der Markt dennoch positiv aus und wenn wir uns mal angucken, was wir von der Market Cap her aktuell so erwarten können, sehen wir halt hier, das Ganze ist seit den letzten 90 Tagen doch auf einem stetigen Aufwärtstrend. Beziehungsweise kann man es jetzt nicht unbedingt als Aufwärtstrend bezeichnen, aber wir hatten vor 90 Tagen noch eine Market Cap von 1,38 Billionen US-Dollar und befinden uns jetzt bei 1,71 Billionen US-Dollar. Also man muss sagen, der Markt wächst derzeit stetig. Diejenigen von euch, die meine Videos immer wieder verfolgen, die wissen ganz genau, für mich ist die Marktkapitalisierung viel entscheidender als der Kurs als solches, denn die Marktkapitalisierung zeigt wirklich an, wie viel Geld denn überhaupt in den Markt hineinfließt. Und viele Menschen investieren ja mittlerweile gar nicht mehr in die Top 10, Top 20, Top 50, weil sie erkannt haben, dass da halt nicht mehr das große Geld liegt. Und wir sind alle im Space, um damit Geld zu verdienen, und ich befasse mich ja auch hauptsächlich mit Projekten, die zukünftig eben noch das Potenzial haben, ein 10, 20, 30, 40 oder 100x zu haben, und die findet man nun mal nicht mehr in den Top 10. Und auch wenn hier nicht unfassbar viel Geld reinfließen mag, heißt es nicht, dass halt nicht in andere Projekte viel Geld reinfließt. Wenn wir uns da nämlich mal auf CoinGecko hier die Startseite anschauen, haben wir hier ja immer Trending und Largest Gainers. Und wenn wir hier mal auf Largest Gainers gehen, sieht man halt hier, es gibt komische Coins, von denen kein Mensch redet. Unter anderem hier Miro oder Miro, das ist ein Meme-Coin auf Solana, die jetzt trotzdem innerhalb der letzten 24 Stunden sehr stark performt haben. Aber wir haben hier auch Top-Losers. Und wenn wir hier mal uns das Ganze anschauen, sehen wir halt hier, dass hier hauptsächlich Projekte drin sind, über die die meisten gar nicht sprechen. Also nicht die Top 10, Top 20. Und das muss man halt da einfach erkennen, dass halt die Marktkapitalisierung doch am Ende entscheidender für den gesamten Verlauf des Marktes ist und für das Potenzial des Marktes als jetzt die bloßen Kurse, meiner Meinung nach. Trotzdem müssen wir uns natürlich angucken, wie die Kurse so aussehen, und da schauen wir uns ja auch immer dieses Diagramm und dieses Schaubild an, wo wir denn aktuell mit dem Bitcoin stehen. Denn auch wenn ich nicht in Bitcoin investiere, ist Bitcoin nach wie vor immer noch das Flaggschiff im Bereich Kryptowährungen und gibt irgendwo den Takt vor. Ich habe ja sehr, sehr oft schon auch vom Crypto Money Flow gesprochen, dass halt erst alles in Bitcoin reinfließt, dann Ethereum, dann Large Caps, Mid Caps, Small Caps, Micro Caps und am Ende in Meme Coins. Und deswegen muss man sich immer mal anschauen, wie verhält sich denn der Bitcoin. Und im ersten Quartal sind wir hier nach wie vor immer noch im Plus. Der Februar ist aktuell im negativen Bereich mit 0,05% unter Wasser, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Also ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt wirklich zeitnah auch wieder grüne Zahlen sehen werden. Und ich habe ja immer wieder gesagt in den Marktupdates, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr ein Jahr sehen werden, wie hier 2017, dass wir jedes Quartal dann auch grün abschließen werden. Wenn wir uns dazu auch nochmal den Fear and Greed Index anschauen,
sehen wir, dass wir aktuell im Bereich der Gier sind. Allerdings gerade erst am Anfang. Ja, also interessant ist es natürlich hier, wenn wir hier in diesem sehr stark grünen Bereich sind, also Extreme Greed. Jetzt aktuell sind wir hier aus einem neutralen Umfeld langsam in diesen Bereich der Gier reingegangen. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass die Gier wieder so groß ist, dass man halt darüber nachdenken sollte, jetzt mal Profite zu nehmen. Jetzt aktuell ergeben sich halt bei sehr, sehr vielen Projekten immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten, wenn man sich das Ganze mal auf die letzten Monate anschaut. Ja, viele, viele Projekte haben in den letzten Wochen korrigiert, weshalb es dort sehr entscheidende und sehr gute Einstiegskurse dann auch gibt. Aber no financial advice, do your own research, ihr wisst Bescheid. Wenn wir uns einfach mal ein paar News jetzt anschauen, ist mal das hier eine sehr, sehr entscheidende News, worauf ich da auch noch mal ganz kurz eingehen möchte, auf meine persönliche Meinung hinsichtlich Wirtschaft und hinsichtlich Krypto. Denn ich habe mich auch sehr, sehr oft schon in vergangenen Marktupdates dazu geäußert, dass ich der Meinung bin, dass wirtschaftliche Faktoren, wie sie nun mal heutzutage da sind, wie Bankenkrisen, Staatspleiten und so weiter, sich nicht unbedingt so stark auf den Kryptomarkt auswirken, wie manch andere es darstellen. Zumindest auf die Projekte, auf die ich mich am meisten fokussiere. Beim Bitcoin, Ethereum, bei den ganzen Large Caps okay, aber bei Micro Caps, wo halt eine sehr, sehr geringe Marktkapitalisierung da ist, da sind halt ganz, ganz andere Investoren mit dabei, als jetzt hier wirkliche Big Player. Weshalb ich halt der Meinung bin, dass gewisse Makroereignisse anders betrachtet werden sollten, als sie sehr, sehr oft betrachtet werden. Denn hier ist die Rede davon, dass halt aktuell viele Aktien regionaler US-Banken am Abstürzen sind und das Vorboten sind einer anstehenden Bankenkrise. Und wenn wir mal zurückdenken, hatten wir das auch schon mehrere Male. Auch im Crypto-Space, dass immer wieder von einer Bankenkrise gesprochen wurde. Es sind schon einige Banken pleite gegangen. Was ist am Ende mit dem Crypto-Space passiert? Der Crypto-Space ist daran sogar gewachsen. Denn was hat Krypto für einen Ruf? Krypto hat den Ruf, dass man selber für sein Geld verantwortlich ist und eben nicht den Banken dieses Geld anvertrauen muss. Und wenn Bankenpleiten da sind, dann ist es bei sehr, sehr vielen Menschen ja auch oftmals der Gedanke, hey, ich muss mein Geld irgendwo anders sichern. Was ist ein sicherer Hafen? Hey, da gibt es doch Kryptowährungen. Es gibt diesen Spruch, nur Bares ist Wahres. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Mittlerweile gibt es aber auch dieses Bargeldverbot. Es gibt eine Bargeldobergrenze in Deutschland und das Ganze wird immer, immer schwieriger gemacht. Krypto hat halt den Ruf, dass man das Ganze für sich selber umsetzen kann und sein Geld wieder in die eigenen Hände nimmt. Und deswegen kann so etwas sehr, sehr positiv sein für den Markt. Und über das haben wir auch hier letztes Jahr gesprochen in den Marktupdates. Wenn ich hier mal ein bisschen zurückscrolle, hatten wir hier, jetzt geht es erst richtig los, da muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen, denn da habe ich auch davon gesprochen, dass wir sehr wahrscheinlich ein All-Time-High im November auch sehen können. Hier steigt Bitcoin im November auf 45.000, Krypto ist der American Dream. Da habe ich auch bereits davon gesprochen, dass halt wirtschaftliche Dinge, die geschehen, nicht unbedingt so aussagekräftig sind, meiner Meinung nach, wie jetzt für den Aktienmarkt oder gewisse Staatsanleihen oder diese ganzen normalen Finanzprodukte. Ja, trotzdem muss man das Ganze hier natürlich betrachten. Und was ich hier etwas amüsant finde, sind die Meinungen von halt den Personen, die halt immer wieder etwas zum Bitcoin-Kurs sagen. Wie zum Beispiel Arthur Hayes, der Gründer von BitMEX. Der hat damals nämlich gesagt, Bitcoin steigt auf 1 Million US-Dollar noch nach dem Halving, vielleicht sogar noch vor dem Halving. Und wenn jetzt sowas passiert, dann sind das wieder die Ersten, die dann sagen, nee, ich bin jetzt doch bearish eingestellt. Also ich finde es immer wieder amüsant, dass Leute, die halt sagen, wir sind super bullish, auf einmal wieder bearish werden. Natürlich sieht er das Ganze nur kurzfristig bearish, aber sich so zu äußern, sorgt auch dafür, dass die breite Masse, die halt keinen Plan hat von Krypto, immer mehr Angst bekommt. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe schon letztes Jahr immer wieder davon gesprochen, es gibt keinen anderen Grund, als bullish zu sein, denn wir befinden uns in einem Markt, der gerade mal eine Market Cap hat von 1,7 Billionen US-Dollar. Verglichen alleine zum Aktienmarkt, wo über 90 Billionen US-Dollar drin stecken und dem Immobilienmarkt, wo mehrere hunderte Billionen US-Dollar drin stecken, ist das Ganze ein Witz, was in diesem Markt ist. Und es gibt meiner Meinung nach keinen anderen Grund als
bullisch zu sein. Und darüber habe ich sogar mal einen Uncut-Talk gemacht. Falls du den noch nicht kennst, solltest du den auf jeden Fall mal anschauen. Ich verlinke den auch mal oben in der Infobox. Hier ist er nämlich, wer nicht bullisch ist, wird viel Geld verlieren. War auch, meine ich, der erste Uncut-Talk, den ich hier auf diesem Kanal gemacht habe. Wie im Intro aber auch schon erwähnt, möchte ich heute über ein ganz besonderes Event sprechen, was dieses Jahr ansteht, und zwar das Bitcoin-Halving. Jeder fiebert aktuell darauf hin, was passiert denn nach dem Bitcoin-Halving. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass nach dem Bitcoin-Halving der Kurs explodiert ist. Und gerade hinsichtlich dieses Events gibt es ja immer wieder unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, nein, dieses Jahr wird das anders sein. Die anderen sagen, das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder. Und ich bin der persönlichen Meinung, dass sich das immer wieder wiederholt. Denn die Emotionen, die in diesem Markt am präsentesten sind, haben sich nie geändert und werden sich sehr wahrscheinlich auch nie ändern. Gier und Angst sind das, was den Kurs nach vorne bringen bzw. auch nach unten tragen. Und in 69 Tagen ist es soweit. Hier wird das Ganze mit dem 14. April angesetzt. Es gibt mehrere Daten, die angegeben werden. Manchmal 15. April, 18. April. Es kommt halt immer auf die gemeinten Blocks an. Es passiert alle 4 Jahre oder 210.000 Blocks. Und wenn das halt geschieht, dann gibt es das Bitcoin-Halving. Und das hat, wie gesagt, in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass der Markt explodiert ist, weil halt Menschen daraufhin FOMO bekommen haben und der Markt daraufhin gepumpt ist. Und da habe ich mal hier einen Artikel von Cointelegraph, habe hier auch einige Dinge mal gehighlightet, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Denn es gibt Prognosen, die darauf abzielen, dass Bitcoin noch dieses Jahr auf ein neues All-Time-High ansteigen wird, und zwar bis zum Quartal 4 diesen Jahres, und es sehr wahrscheinlich ein klassisches Halving-Jahr sein wird. Was halt hier auch noch prognostiziert wird, ist das, was in der Vergangenheit auch oftmals passiert ist, dass halt immer noch eine Seitwärtsphase da ist, wo halt eine kleine Korrektur ist. Dann kommt ein Sell the News Event, wodurch der Kurs dann nochmal einbricht, und danach geht es dann richtig los. Hier haben wir noch ein Zitat: Nach dem Halving hat Bitcoin dann 220 bis 240 Tage lang Zeit, um auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Ich sehe das ähnlich und gehe davon aus, dass Bitcoin Mitte bis Ende des vierten Quartals 2024 auf ein neues Rekordhoch kommt. Das würde zwischendurch genug Zeit lassen, um die Überzeugung der Anleger zu testen. Und weiter hier unten habe ich nochmal dieses Zitat gehighlightet, und das unterstreicht das, was ich soeben gesagt habe. Denn ich persönlich glaube nicht, dass es dieses Mal anders ist, denn es gibt ein unheimlich treffsicheres Schema für die Kurszyklen von Bitcoin, das sich aus den Emotionen der Anleger gibt, die in dieser Anlageklasse stark emotional investiert sind. Es scheint mir unklug, davon jetzt auch im Positiven abzurücken. Der Aktienmarkt beispielsweise funktioniert halt mittlerweile komplett anders. Da sind ganz andere Spieler auf dem Spielfeld als im Kryptospace. Im Kryptospace sind die Retailer am Ende das, die den Kurs irgendwo nach oben bringen, weil halt FOMO entsteht und Menschen investieren hier ihr letztes Geld rein, nehmen Kredite, weil sie diesen American Dream real werden lassen möchten und mit wenig Geld zum Millionär werden möchten. Und es werden so viele unterschiedliche Artikel wieder entstehen. Diese Person hat 100 Euro in den Kryptomarkt investiert und ist damit Millionär geworden. Das gab es bei Dogecoin, Shiba Inu, bei ganz, ganz vielen anderen Meme-Coins. Und wenn man so zurückdenkt, 2021, wie viele Menschen in den Kryptospace gekommen sind, durch welchen Coin am allermeisten? Shiba Inu. Emotionen sorgen dafür, dass diese Menschen dann in den Markt kommen werden. Und ich bin ebenfalls der Meinung, dass sich daran nichts ändern wird und wir dieses Jahr wieder das Ganze sehen werden, wodurch wir dann entweder dieses Jahr ein neues All-Time-High sehen werden oder dann 2025, weil die Zyklen, die verändern sich nicht. Die Begebenheiten, die verändern sich vielleicht, die Marktteilnehmer verändern sich vielleicht, aber die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Und da habe ich jetzt mal hier nach langer Zeit mal wieder was aus TradingView mit reingenommen und habe hier mal die vergangenen Halvings auch nochmal gehighlightet. Und wir schauen uns hier an, das erste Halving am 28. November 2012. Danach gab es einen Aufschwung von über 9.449% in 368 Tagen. Nach dem zweiten Halving am 9. Juli 2016 hatten wir in 532 Tagen 2.895% nochmal gemacht. Und hier nach dem dritten Halving am 11. Mai 2020 hatten wir in 552 Tagen nochmal 677% auf den Bitcoin gemacht. Und ich bin der persönlichen Meinung, dass sich das Ganze ähnlich wieder verhalten wird. Denn wenn wir uns mal hier die Vergangenheit anschauen, hat sich das
in der Regel eigentlich immer wieder gleich verhalten. Ich gehe jetzt hier nicht im Detail nochmal auf die unterschiedlichen Kerzen, aber wenn wir einfach mal grob drauf schauen, ist der Verlauf nach dem Top immer wieder gleich. Und jetzt hier haben wir wieder den gleichen Verlauf, wodurch man davon ausgehen kann, dass wir beim nächsten Mal wieder diese heftige Upside sehen werden. Was nach einem Halving immer wieder passiert ist, ist das sogenannte Sell the News Event. Und da gehe ich jetzt mal hier auf 2016, denn da sieht man das Ganze auch sehr, sehr schön. Da gab es halt nochmal diesen heftigen Abverkauf. Hier war das Halving, dann war der Abverkauf. Die letzten Paper Hands sind aus dem Markt gespült worden, die gesagt haben, ah, das Ganze war doch vielleicht nur Hype. Und dann ging es los mit diesem legendären Bullrun, wo Bitcoin hier von insgesamt $673 auf sage und schreibe $19.800 angestellt ist. Und dann gab es noch den Bullrun, den die meisten Leute dann auch mitbekommen haben, wo Bitcoin halt hier von knapp $8.400 auf am Ende das All-Time-High von $67.800 angestiegen ist. Und da gab es auch wieder dieses kurze Sell-the-News-Event. Also davon kann man definitiv ausgehen, dass wir das dieses Jahr auch wieder sehen werden. Man hat es ja auch beim Bitcoin-ETF gesehen. Erst kommt dieser Hype, dann kommt nochmal das Sell the News Event und dann geht es halt wieder richtig nach vorne. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist für mich immer die Marktkapitalisierung am entscheidendsten und deswegen schauen wir uns die mal an. Da ist das leider nicht vom ersten Halving hier bei TradingView mit drin, deswegen hier nur vom zweiten und dritten Halving, was da geschehen ist. Denn wir sehen hier, im zweiten Halving kamen insgesamt 766 Milliarden US-Dollar in den Markt dazu. Beim letzten Halving waren es 2,7 Billionen, die neu in den Markt dazugekommen sind. Und ich habe mich auch in vergangenen Marktupdates immer wieder dazu geäußert, dass ich der persönlichen Meinung bin, dass wir beim nächsten Mal eine Market Cap von 10 Billionen grundsätzlich erreichen könnten. Was halt vom jetzigen Zeitpunkt nur auf die Marktkapitalisierung gesehen, ein Anstieg bedeuten würde von insgesamt 8,4 Billionen US-Dollar, was 532% entspricht. Also der gesamte Markt nochmal ein 5x. Und wenn der gesamte Markt ein 5x macht, was machen dann bitte Projekte, in denen noch eine sehr geringe Marktkapitalisierung steckt? Die gehen wirklich richtig ab. Und deswegen sind solche 50x, 100x Gewinne zukünftig mehr als realistisch bei den richtigen Projekten. Ein Projekt, welches jetzt am Wochenende sehr stark performt hat, ist Gamercoin. Über Gamercoin habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich mal oben in der Infobox. Sehe ich persönlich als das bessere Render an. Ich habe auch zwischenzeitlich alle meine Render gegen Gamercoin geswappt, weil ich hier einfach viel mehr Potenzial sehe. Und wir hatten jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden natürlich eine kleinere Korrektur, aber gestern war das wirklich extrem und auch auf die letzten 7 Tage gesehen 61%, 14 Tage 57%. Seit dem Video waren es auch insgesamt schon 67%. Das Video ist nämlich dieses hier. Unbedingt anschauen. GAX ist auch die zweitgrößte Position bei mir persönlich im Portfolio. Und Patrick Push, der CEO von GamerHash, der Firma, die hinter Gamercoin steckt, hat das Ganze hier auch getweetet, dass jetzt zukünftig noch GamerHash AI dazukommen wird. Also das Projekt entwickelt sich wirklich massiv weiter. Und ich habe auch damals diesen Vergleich zu Render gezogen. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, ist das Ganze jetzt schon zu spät oder ist da noch Upside vorhanden? Wenn wir das zum jetzigen Zeitpunkt mal mit Render vergleichen, würden wir bei GAX noch ein 61x sehen, wenn wir die gleiche Marktkapitalisierung erreichen, die Render derzeit hat. Und hier ein 50x in Zukunft machen zu können, sehe ich persönlich als super realistisch an. Mein persönliches Price-Target von Gamercoin liegt bei $2. Dieses Projekt ist, wie gesagt, die zweitgrößte Position bei mir im Portfolio und ich bin da wirklich sehr, sehr bullish, was die Zukunft angeht. Ein weiteres Projekt, was aktuell meiner Meinung nach gute Einstiege gibt, ist Casper, denn wir sind hier wieder bei den 10 Cent angekommen. Aktuell ist es doch recht ruhig um Casper geworden. Ich habe ja auch selbst schon sehr, sehr viele Videos über Casper gemacht. Ich verfolge Casper seit 1,5 Cent. Seitdem rede ich auch hier auf YouTube davon. Ich habe eine ganze Playlist, verlinke ich gerne mal oben in der Infobox. Und wer jetzt noch nicht so in Casper drin ist, hat hier sicherlich gute Einstiegsmöglichkeiten. Aber auch hier, no financial advice, do your own research. Wenn du Bock hast, natürlich solche Projekte früher zu erfahren und zu wissen, wann ich denn diese Projekte kaufe, wann ich sie verkaufe, werde gerne Patreon. Denn auf Patreon teile ich das Ganze komplett transparent. Wann ich persönlich Coins kaufe,
Verkäufe und im Diamond-Tier bekommst du sogar noch die dazugehörigen Exit-Strategien, meine exakten Price-Targets, jeden Monat mein persönliches Portfolio, wo ich das Ganze erkläre, warum ich in gewisse Projekte investiert bin, was ich da gewissermaßen ändere und noch sehr, sehr viel mehr. Plus jede Woche Donnerstag einen Q&A-Livestream, wo du mich alles fragen kannst, was du möchtest. Also check es gerne ab. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal eure Meinung zum Markt in die Kommentare. Wie steht ihr aktuell zum Crypto-Space? Was erwartet ihr allgemein von diesem Jahr? Sehen wir ein neues All-Time-High oder werden wir durch die Wirtschaftskrise komplett nach unten rutschen? Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das Video zu GRX an, wovon ich gerade gesprochen habe, und einmal hier das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.